Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, ich bin vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und stelle Ihnen das Portal WBWeb vor, weil wir ein freies Portal zur Professionalitätsentwicklung für Lehrende bereithalten, weil Lehrende Zugang zu pädagogischem Wissen und guten Lehr-Lernmaterialien benötigen, denn das Ziel ist, gute Weiterbildungsangebote zu kreieren. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Einblick in die Zielgruppe von WBWeb. Wenn wir von Lehrenden sprechen, meinen wir wirklich alle Lehrenden in allen Segmenten der Weiterbildung, egal ob es jetzt die allgemeine Weiterbildung ist, die berufliche oder auch die politische Weiterbildung. Und dort werden die Lehrenden mal Kursleiter genannt, mal Trainer, mal Teamer, Coach oder auch Dozent. Also es geht wirklich quer über alle Segmente. Was macht denn eigentlich die Situation der Lehrenden in der Weiterbildung aus? Wir sprechen bei dieser Zielgruppe von ungefähr 560.000 Aktiven, die hauptsächlich frei- und nebenberuflich beschäftigt sind. Viele bringen Vorerfahrungen mit, aber nicht unbedingt in der erwachsenenpädagogischen Qualifikation. Aber sie sind schon lange im Feld tätig, waren über 10 Jahre. Sind häufig prekär und ungesichert beschäftigt, das heißt, sie haben sehr, sehr enge zeitliche Korridore für die eigene Weiterbildung. Deshalb ist die Idee damals entstanden, ein Portal für diese Zielgruppe zu entwickeln. Die Umsetzung von WBWeb lief dann so, dass im Jahre 2014 die Bertelsmann Stiftung sich mit dem DEE und andersrum zusammengetan haben und haben eine Bedarfsanalyse erhoben, wenn wir den Lehrenden jetzt anbieten, so ein Portal zu entwickeln. Was sind denn da die Bedarfe? Was brauchen die denn eigentlich? Ja, und die haben uns gesagt, wir brauchen auf jeden Fall allgemeines pädagogisches Handlungswissen. Es soll alles wissenschaftlich fundiert sein, aber trotzdem praxisorientiert ausformuliert. Und wir hätten auch gerne Vernetzung, sprich eine Community. Und das Ganze kostenfrei und nachnutzbar, weshalb wir uns für die Creative Commons Lizenz bei SA entschieden haben. Die Bertelsmann Stiftung hat uns noch unterstützt bis in das Jahr 2016 rein. Wir betreiben das Portal inzwischen im eigenen Betrieb und sind im Dezember 2015 online gegangen. Der Online-Gang sah so aus, dass wir eine Navigationsstruktur entwickelt haben, die nach wie vor auch noch so aussieht, wie ich es Ihnen jetzt hier gerade präsentiere. Also wir bringen ganz vieles aus dem Bereich Aktuelles. Wir haben Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel auch das Dossier Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Wir haben sogenannte Wissensbausteine. Hier geht es um pädagogische Grundlagen, aber eben auch Materialien. Das sind die wirklich praktischen Hilfen, die Lehrende nutzen können, um ihre Angebote vorbereiten, durchführen und auch auswerten zu können. Bis hin zu Terminen, also Überblick über Veranstaltungen und Fortbildungsmaßnahmen und eben auch die Community, wo jeder Profilseiten und einpflegen kann und eben auch das Forum benutzen kann zum Austausch. Ein kleiner Blick auf die Zukunft ist unten das genannte Projekt Eule, was Sie hier sehen. Wir werden also zukünftig auch E-Learning-Angebote andocken und damit WBWeb und einen sogenannten Lernbereich erweitern. Das alles machen wir am DEE mit einer Redaktion, die dort etabliert ist, aber natürlich auch im OER-Gedanken. Wir schauen, welche Materialien gibt es im Feld und wir fordern auch Praktiker aktiv auf, sich daran zu beteiligen. Daneben haben wir aber auch einige Unterstützer akquirieren können, hier eben Bundes- und Dachverbände aus allen Bereichen der Erwachsenen- und Weiterbildung, die uns beraten, die teilweise auch eigenen Content zusteuern und vor allen Dingen auch unser Angebot in ihr jeweiliges Feld multiplizieren. Ja, so sieht die Seite aus. www.web.de. Wir haben, wie Sie sehen, tatsächlich auch im Moment eine aktuelle Umfrage, weil die Bedarfsorientierung, die wir von Anfang an pflegen, setzen wir auch weiter fort. Einmal im Jahr führen wir eine Online-Umfrage durch und beauftragen eine Themenanalyse, um wirklich zu schauen, wo stehen wir denn mit unserem Angebot und was braucht unsere Zielgruppe. Zudem habe ich Ihnen ein paar Kennzahlen mitgebracht. Also wir sind inzwischen angewachsen auf fast 900 Inhalte quer über die Formate, die wir anbieten. Wir haben in unserer Community fast 600 registrierte User, ungefähr 20.000 eindeutige Besucher pro Monat mit ungefähr 40.000 Seitenansichten. Und alle einzelnen Bereiche stehen auf Wachstum. Insofern erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie Lust haben, sich zu beteiligen, vielleicht Teil der Community werden oder auch einfach unsere Seite besuchen. Und wenn Sie noch Näheres über das Portal wissen wollen, heute Nachmittag in Slot 5 zeige ich Ihnen noch etwas mehr zum Portal WBWeb. Vielen herzlichen Dank.